So, ich habe gerade mit dem Lefty hier was gesehen bei Dolphins Mühlen. 20 und 40 Cent. Dolphins? Ja, das sind ganz viele. Hoffen wir mal, dass der Mond kommt. Dann haut er nämlich direkt Wilds rein. Okay, schon mal nicht. Das ist wieder so typisch. Komm. Ah, durch. Ne, ist auch durch. Oh, guck mal, da war Dori. Ja, ist klar. Nee, egal, das ist jetzt schon mal 40 Cent. Vielleicht schaut der da ja den Mond rein. Komm jetzt den Mond, das wäre schön. Komm schon. Mond? Nein? Jetzt aber komm, hau rein, hau rein. Ja, gut, okay, kann ja immer noch kommen. Komm, hau rein. Mond frei. Nee. Na, jetzt durch. Durch. Schade, jetzt rollen da oben die ganzen Wilds weg. Ich hätte gehofft, oder ich hab drauf. So, aber was ich jetzt auch mal machen will, jetzt stimmt nicht wegen 10 Cent Einsatz, ich will aber mal mit diesem lieben Doppelbuch gerne mal eine Serie haben. Ja. Wenn es auf 10 Cent ist. Ich will mal eine Serie über diesem Spiel haben. Ich habe ja noch nie Glück mit diesem Spiel gehabt, ne? Wohl vorhin hat es ja einmal. Ja, war ja aber auch wieder auf 10 Cent. Und deshalb will ich das jetzt so nicht. So, ich wollte mal, dass ihr mit dabei seid und mitfiebert. Kommt Leute, ey, auf 10 Cent hier, der Kracher. Ich mach das jetzt eh nur für euch zum Entertainment hier, das Ganze. Weil es wird dann wahrscheinlich eh wieder etwas länger keine Videos geben unter Umständen. Ich bin zeitlich im Moment schwer eingespannt. Deshalb kann ich nicht so ganz so noch nach. Schub liefern. Hau rein. Hau rein, gleich weiß, ne? Jo. Hau rein. Bis dann, wir hören uns. Nicht, ne? Jo, ciao. Nicht mal auf 10 Cent hier habe ich Glück hier mit diesem Spiel. Da ich ja diesmal auch mit dem Video bin, wollte ich mal ein ernstes Thema ansprechen. Und zwar habe ich öfters in den Kommentaren gelesen, leise, dass der Clubbing Man als Schmarotzer oder sonst was betitelt wird. Leute, er geht arbeiten, hat ein ganz normales Leben und hängt nicht den ganzen Tag vom Spielautomaten an. Nehmt euch das mal zu Herzen. Wahre Worte. Das denkt gerade der Automat auch, wa? Geh arbeiten, damit du Kohle ranschaffst. Von mir kriegst du nix. Ist wieder Waschmaschine schlecht. Ich sag ja mit diesem Spiel, ich hab damit kein Glück. Ich sag ja, ich habe mit diesem Spiel kein Glück. Ich kann da selbst auf 10 Cent daddeln. Da kommt nichts. Das war jetzt aber nochmal ein Versuch wert. So, gut. Und du wolltest jetzt nochmal eine kleine Goldstar-Session machen. Mal gucken. So. Warte mal, ich tue hier nochmal einen Zehner. Einer geht noch und dann ist gleich eh Schluss. Dann hatten wir zumindest einen guten Abend. Dann sind wir plus minus null, ne? So, dann hau was raus. Erstmal wieder die Pfeile stellen. Ich glaube, ich versuche 10 zu.
Das sieht gut aus. Ich muss gedrückt halten. Ich mache immer gedrückt halten. Ja. Und? Ah. Für alle Goldstar-Freunde noch eine kleine Goldstar-Session. Boah. Boah. Ja, auch schön, wenn er jetzt nochmal so voll mit reinhaut, ne? Wobei ich das nicht glaube. Oh, schön. Hui. Immer die 1,25. Geht aber gut Sonne, ne? Mhm. Oh, schön. Ja. Und? Ich wusste es. Ich drücke diese ersten Beträge bei der Ausspielung sehr ungern. Deshalb nehme ich die meistens an, diese 1,50 oder 1,25. Ich drücke die ungern. Was ich auch nicht gern mache, ist komplett immer durchzudrücken. Von der Leiter aus. Ich benutze gerne die Mittelleiter. Ja, die Ausspielung. Ja, ja, genau. Mal ein bisschen. Tag mal gucken, ob du mal in die Goldausspielung oben reinkommst. Ja, schön. Übrigens der 140er Kasten, ne? 140. Komm jetzt in die Ausspielung. Nein. Wollte ja nicht. Da kommt eine Aussicht. Ich muss Break machen, Leute.